Yeah, Buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist natürlich Povrot. Wir spielen ein Community gegen den Rest der Welt und wir invaden jetzt erstmal. Ich erfülle heute einen besonderen Wunsch. Warum einen besonderen? Weil mich jemand, sogar aus meiner Freundesliste, ich denke, du weißt, wer jetzt gemeint ist, angeschrieben hat: Hey Povrot, könntest du mal AP Ezreal spielen? Er ist sehr interessant, er hat Mobilität, er macht richtig viel Spaß. Seine Global Ulti ist ein geiler Snipe-Spell. Ja, und dann habe ich mir natürlich gedacht, hey, ich erfülle sowieso alle Wünsche, also definitiv auch einen, der in meiner Freundesliste direkt an mich getreten ist. Und ja, deshalb jetzt Ezreal auf AP in der Mitte und der Invade. Boah, wir sind da relativ schnell durchgelaufen. Die Gegner haben uns frühzeitig gespottet, das heißt, wir können jetzt direkt wieder zurückgehen, hier vielleicht nochmal das Trinket stellen. Und was haben wir jetzt für ein Team? Jayce in der Top Lane. Ihr wisst, ich liebe Jayce, einer der Champions, die ich auch selber im Ranked gerne auspacke. Wow, da kam sogar noch richtig was zustande. Was haben wir dann? Eine Shyvana im Jungle, dann einen Bard als Supporter und Jinx als ADC. Okay, ich würde jetzt empfehlen, zurückzugehen, denn das gegnerische Team ist komplett SS. Also wir wissen nicht, wo sich die Gegner aufhalten. Und in dem Moment können sie natürlich hier jetzt auch hinten rum uns erwischen. Mein Gegner, Malzahar. Das verspricht keinen Spaß zu werden. Malzahars Passive ist schon ziemlich eklig. Blockiert erstmal Damage und CC. So, er ist jetzt auch schon frech am Pushen. Ja, ich muss erstmal seine Passive raushauen. Gar nicht so einfach. Das ist so ein bisschen wie wenn ihr gegen einen Yasuo spielt. Dann wollt ihr auch erstmal sein Schild rausknüppeln. Die W finde ich geil. Bei der W ist es so, ihr könnt Schaden am Gegner machen, ohne dass ihr die Wave pusht, weil Minions von der W keinen Schaden erleiden. Ja, genau, so kann ich erstmal Malzahars Schild auch rausholen. Eieiei. Hat er eklig gemacht. 6 zu 6 aber tatsächlich in CS. Das ist cool. So, jetzt. Genau, mache ich schön ein bisschen Schaden an ihm, Poker also. Also seine Ulti wird definitiv ein Problem für mich sein. Malzahar war schon immer ein Lane-Bully und ist natürlich nach wie vor einer. Jetzt habe ich auch meine Mobilität. Hab den Jump. Okay, da habe ich ihn jetzt nochmal erwischt. Hab aber gleich keine Mana mehr. Also ist schon ein bisschen aufpassen. Ich spiele Ezreal mit Thunderlords. Ziemlich schöner Burst ist da möglich, wenn ihr drei Fähigkeiten trefft und diese schöne Rune dann auch noch mit aktiviert wird. Okay, die W werde ich auch insgesamt hochskillen. Ja, muss natürlich, ich muss immer wieder erstmal seine Passive wegknallen. Das kostet mich Mana und das kostet mich immer wieder natürlich meinen Spell und damit Cooldowns. Junge, was für ein abartiger Pusher. Was für ein abartiger Pusher. Ja, guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Das Coole ist natürlich jetzt für einen Jungler, der leider hat Shyvana nicht ganz so viel CC, beziehungsweise gar kein CC, erst ab Level 6, hier ein Knockback. Ja, aber für einen Jungler wäre das ein guter Spot hier, weil Malzahar natürlich total am Pushen ist. Vielleicht schaffe ich es mal mit einem Auto-Attack seiner. Hep, so. Wunderbar. Hilfe! Hilfe! Fast zum Henker. So, beide Tränke gehen natürlich dann auch direkt rein bei mir. Und er hat mich. Er hat mich. Flash Ignite plus sein Virus.
Das verspricht auf jeden Fall ein schwieriges Duell zu werden. Soll ich mal die Trainer auspacken? Ne, möchte ich eigentlich nicht so gerne. Also, ups, ihr seht das hier, Lichbane und Ludens Echo. Das ist beides, was ich gerne hätte. Ich gönne mir jetzt aber, na, ich gönne mir mal so einen Mix. Ist vielleicht jetzt ein bisschen ungewöhnlich, aber dadurch, dass ich ein bisschen hinten bin, möchte ich durch die Dorans, die ja im Early Game die stärksten Items sind, da mir nochmal ein bisschen Power zurückholen. Ich bin auch gespannt, wie er zurückkommt. Mann, und ab Level 6 hat er verdammten Burst. Also das wird. Yo! Shyvana gibt mir direkt Blue! Das ist ja ein Traum! Kann sie sich das leisten? Wieso? Boah! Direkt jetzt am Anfang Blue? Das ist eine Traumsituation. Und trotzdem muss ich extrem aufpassen. Malzahar hat Level 6. Hat schon seinen Grund, warum Malzahar immer wieder gebannt wird. Okay, ich habe jetzt die Ulti. Der hat schon wieder seine Passive. Wow. Gut, dass ich ein Blue habe. Dadurch kann ich meine Fähigkeiten wenigstens die ganze Zeit spammen. Whoop. Ist das heftig, ey. Na komm! Ich hab ihn nicht. Ich hab. Oder ich hab ihn! Hab ich ihn vielleicht? Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Oh, und es steht 3 zu 3. Jayce hat auch seinen Kill in der Toplane bekommen. Good job, top. Schreibe ich da auch nochmal. Alter, ja, die Ulti ist richtig stark. Und der Blue Buff hat mir da auf jeden Fall auch geholfen. Ah, was gönne ich mir denn jetzt als nächstes? Eigentlich wäre hier Sheen ziemlich geil, weil die Q auch On-Hit-Effekte mitnimmt. Ah, kann ich mir aber gerade nicht leisten. Morello Nomicon. Boah, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich hätte sonst auch gerne. Wir holen uns mal einfach eine bunte Mischung. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was für euch so der beste und stärkste Build auf einem AP Ezreal ist. Ja, kriegt sie nicht, kriegt sie nicht. Zwei CC-Biester hier. Also auch im Late Game, das wird gar nicht so einfach. Wir haben Ezreal ist im Late Game auch auf jeden Fall stärker. Amao, Kai, Wayne. Puh, die haben eigentlich ein fettes Late Game Team. Was ist hier los? Komm. So, die E skill ich als zweites hoch. Wupp. Ulti fliegt. Ulti fliegt, je nachdem, wie weit sie escapen. Oh, meine Ulti hat sogar getroffen. Ich komme. Ich komme, Leute. Ich komme. Ich bin tot. Ey, wie stark Malzahar bitte ist. Und guckt euch mal diese kranke CC-Kombination an. Wir haben Malzahar, wir haben Sejuani, wir haben später noch einen Maokai, der hinterher will. Boah, ich hoffe einfach, Jayce reißt ihn weg. Ich hoffe einfach, Jayce. Wow. Hier ist noch ein Kill entstanden für uns. Schön, aber 6 zu 4. Okay, es wird schwierig. 700 bräuchte ich für mein Lich
Für mein Schien erstmal. Da ist die nochmal gestorben, die Maus. Upp. Und es steht schon 8 zu 4. Oh, oh. Oh, 4-0-1 Sijuani. Dieser Malzahar, was für ein Champion. Geben wir mal Shyvana ein bisschen mehr Attack Speed. Vielleicht ein kleiner Bait. Das könnte funktionieren. Oh. Komm schon! Yes! Oh, da kommt sie! Geh weg! Alter, Sijuani ist so ein fetter Champion. Okay, da ist jetzt Bart. Yes! Direkt, und das war die Thunderlords Power auch. Oh, she's fat! Ich bin weg. Ey, das, boah, was ist das für ein... Oh, die... Komm schon! Nee, und? Wie sieht's aus? Yes! Da habe ich sie auch noch mit erwischt. Okay, was kann ich mir jetzt Schönes leisten? 2000 bräuchte ich hierfür. Ganz ehrlich, so weit wie ich jetzt hier gerade bin mit den 2 Kills, die ich geholt habe. Needlessly Large Rod, wenn man sich den leisten kann, dann her mit der Power. Was mir jetzt hier auf jeden Fall noch fehlt, ist ein Sheen. Würde ich gerne mitnehmen, weil er einfach die QD On-It-Effekte mitnimmt. Naja, und die W jetzt... Auf Skill Level 5, guckt euch das mal an, 250 Base Damage, das ist ziemlich stark. Also Ezreal ist auch einer, der im Late Game deutlich stärker ist als im Early Game. So ist zumindest jetzt erstmal meine Einschätzung, weil ich ihn so oft spiele. Oh. Oh ja, hau weg. Jace, hau da was rein. Jace, hau was durch! Und... Wow, Sijuani war hier! Okay, da muss ich leider raus. Was ist die denn für ein Biest? 10-1? 10-1? For real?
Boah, hier ist Sidurani schon wieder. Eine Chance! Eine Chance! Wo ist meine Ulti hingeflogen? Please! Das glaube ich nicht. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe nicht genug. Sejuani ist jetzt da. Malzahar ist jetzt da. Aber wir haben eine bekommen. Oh, ich hatte nicht genug Mana. Wo ist bitte meine Ulti hingeflogen? Ich glaube, der Fehler war, dass ich hier auf die Minimap geklickt habe. Und dadurch, dass die Ulti in die Richtung von Wayne und Lulu fliegt, ist sie in die Richtung von, ja, so ungefähr Maokai geflogen. Also war auf jeden Fall nicht gewollt, my bad. Jace, wenn er seine Träne voll hat, wird er auf jeden Fall auch eklig. Also die Gegner haben dann auf jeden Fall mehr das Team, das engagen muss. Vielleicht hier unsere Chance. Mit einem schönen Bart-Tunnel. Ja. Oh no. Malzahar on the road. Oh, Sejuani. No. Ey, diese beiden verdammten Champions. Boah, komm ich noch weg? Was ist das für abartiger CC? Was hat sie inzwischen für Stats? 11-1. Malzahar 30 auf 4-4. Also gegen Malzahar, da komme ich noch irgendwie klar. Aber das, was die Sejuani fabriziert, das ist ja, das ist OP. Wenn ich jetzt ein bisschen warte. Oh, warte mal. Okay, ich habe Ludens Echo. Damit kann ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen stärker bursten, aber ey, die ist gerade so fett, sie hat sich sogar ein Rod of Ages gegönnt. Das heißt, sie hat sogar jetzt genug Schaden. Den habt ihr! Den habt ihr nicht! Ich komme! Ey, das kann's nicht sein. Oh, oh no, Ulti! Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Ich hatte den richtigen Riecher. Aber auch das hat nicht gereicht. Oh man. 19 zu 10. Jace hat... Ah, bei Jace geht's noch. Ich hoffe auf Jace Late Game Poke. Eigentlich haben wir ein sehr geiles Poke-Team, wenn man das mal so sieht. Guck mal, wer hier schon wieder ist. Guck dir mal an, wer hier schon wieder ist. Oh, Jace kommt jetzt auch. Jetzt aber. Yes, mein Ulti ging jetzt gut durch diesmal. Diesmal ging sie gut durch. Auf Malzahar! Okay, jetzt auf die. Auf Wayne, auf Wayne, auf Wayne, auf Wayne! Yo! Sauber! Quadra!
Oder Penta. Nee, Quadra. Achso, Maokai war. Good job. Verdammt nochmal, good job. Wir können es gewinnen. Jetzt hat sich Jace das erste Mal mit seiner Power gezeigt. Yes, yes, yes. Good job, Team. Ey, das Spiel gestern war schon so nervenaufreibend. Das hier ist nicht unbedingt lockerer für mich. Zack, jetzt haben wir uns hier den Blasting Wand und das passt erstmal. Und vielleicht noch ein Vision Ward. Okay, Maokai will es wissen, wird aber Jace nie im Leben kriegen, ja. Junge, ich will den nicht fighten. Ich will den nicht fighten. Boah, Jinxie, hör auf! Hör auf! Was ist da los? Baby! Jinx ist kein Tank, das sollte sie wissen. Okay, 1-1. Yep. Könnten wir haben, oder? Yes. Puh, schön, dass die E von Ezreal hundertprozentig trifft. Okay, insgesamt sind mehr Gegner gestorben. Ja, da hatte ich keine Chance wegzukommen. Deshalb wollte ich da auch gar nicht erst noch wegflashen. Okay, Lich Bane gehört mir. Was kann ich jetzt als nächstes machen? Die Schuhe natürlich verbessern. Auf der einen Seite sind Magiedurchdringungsschuhe cool. Auf der anderen Seite aber auch die Abklingzeitverringerungsschuhe, damit wir einfach eure Fähigkeiten noch häufiger raushauen könnt. Sonst natürlich jetzt Stundenglas. Ich denke, Stundenglas ist jetzt eine gute Wahl. Einfach auch gegen die Sejuani, gegen den ganzen CC von denen. Dass man sich vielleicht kurz mal verteidigt, damit er eh nochmal wegspringt. Kann man, denke ich, viel machen. Oh ja. So. Jinx macht noch, macht bisher wenig Schaden, aber er hat ja auch schon mal ein bisschen Rüstung mit dem Gepäck. Keiner gestorben, alles gut. Ich hau kurz ab. Der Burst kam, der Burst kam. Jetzt muss ein bisschen aufpassen, wenn er geultet wird. Aber wir haben einen ganz coolen Poke. Jace kann poken. Wayne macht einen Splitty. Ja, schön. Yep. Hip, komm! Wow! Ich glaube, da kann es noch weitergehen, oder? Nein, 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 diese Biester! Diese kleinen Biester!
Shyvana, ey, wenn wir nur einen Jungle hätten mit ein bisschen mehr CC, weil die Gegner einfach so eine krasse CC-Kette haben. Das wäre ziemlich geil. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Cooldown-Reduction mit dem Petto. Was hat denn unsere Shyvana inzwischen? Bloodraiser, okay, der Rest wird tanky. Wir brauchen sie auf jeden Fall voll drin im Fight. Wenn engaged wird, dann als Shyvana, bam, direkt auf den ADC. Also auf die Wayne oder auf Malzahar auch, um seine Ulti abzubrechen. Nächster Drake, nochmal ein Mountain Drake. Wenn man natürlich zwei Mountain Drakes hat, kann man schon ziemlich geil Tower pushen. Wie sieht's aus hier? Ich hab die, ja! Oh, yeah, schön. Yeah, schön. Die Ulti von Bart war perfekt. Oh, Jace ist da. Ja, mit Jace fühle ich mich da so. Oh, so safe. Was? What? Die Kio hat einen Minion angegriffen. Okay, zweiter Mountain Drake. Wir kommen ganz geil zurück. Jace hat, glaube ich, auch inzwischen fantastische Stats, oder? 9,5, 200. Wow, ich habe gar nicht CS, aber das kennt ihr schon. Hauptsache Spaß am Spiel. Zack, das haben wir. Vision Ward steht auch noch. Also brauche ich mir jetzt nichts weiter zu kaufen. Oh ne, Sejuani ist noch. Leider zwei gestorben. Boah! War das gerade eine E von Malzahar? Wow. Das können wir sogar noch reißen. Aber ich bin deshalb gehe ich jetzt mal ganz kurz zurück. Kaufe mal ganz kurz ein Stück vom Stundenglas und dann hole ich mir den Blue Buff. Oder kriege ich hier vielleicht noch mal kurz die Wave.
muss ich mit der Ulti ran. Okay, Blue Buff ist nicht da. Nächster Drake. Der Cloud Drake. Jinxie, wieso? Alleine! She's so alone! Oh Mann, das war jetzt perfekt. Chase ist jetzt auch nochmal da. Oh! Warte mal, jetzt nochmal kurz der Jinx schreiben. Jinx ist halt kein Tank, die darf nicht so alleine gehen. Die muss einfach so ein bisschen hinten bleiben, mit uns laufen und dann wird das schon. Ja, geil, 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 geil. Bart, gut gemacht. Gut gemacht. Oh mein Gott. Ein Malzahar macht einfach... Malzahar macht einfach keinen Schaden. Keinen Schaden, geilen Schaden, so. Zu 25. Wir haben jetzt zwei Fights in den letzten 5 Minuten aus der Hand gegeben. Okay, jetzt nochmal kurz schauen. Jinx hat ja schon ein bisschen was an Equipment. Okay, erstmal Sahar. Oh ne, die Bard-Ulti schon wieder. Wie herrlich! Dieser Bard! Er macht vieles richtig. Rumgetänzel. Rumgetänzel! Die Bard-Ultis, die sitzen auf jeden Fall. Jetzt haben wir 2 Kills geholt und bei uns ist keiner gestorben. Ach, lasst uns dieses Ding wieder gewinnen. Das ist genauso wie gestern. Wer das Spiel nicht gesehen hat, schaut auf jeden Fall nochmal rein. Da habe ich Syndra gespielt, da ging es um den richtigen Fokus. Ja, und am Ende, lasst euch überraschen, ob wir es gewonnen haben oder verloren. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Okay, die werden Drake machen, Baron machen sogar. So, dann gibt es nochmal ein bisschen Attack Speed. Vielleicht kann Jace da was machen. Komm schon, meine Ulti zwiebelt! Die Ulti von mir zwiebelt! Komm schon! Nein! Yo! Geht doch, geht doch! Jace lebt noch! Oh! Jace hat aber... Oh, Wayne ist noch da! Holy! Okay, dann ist es natürlich nicht zu schaffen, wenn die Wayne jetzt noch da ist. Ich habe jetzt mein Stundenglas.
Oh man, what a game. Wir haben drei Drakes, haben also dadurch ein bisschen Geschwindigkeit, mehr Schaden auf Objectives, aber die Gegner haben Baron. Der nächste Drake wird da auf jeden Fall wichtiger, der Elder-Drache. Und ich gönne mir jetzt noch. Jetzt gönne ich mir Rabadons. Jetzt kommt der maximale Power-Output. Wie sieht's aus? Bard lebt. Bei dem Rest dauert es einfach noch ein bisschen länger. Ja, meine Ulti wird das hier auch nicht retten können. Nee, wir surrendern nicht. Wir surrendern nicht. Wir packen das jetzt. Ist nur ein entscheidender Fight. Sejuani irgendwie rauscatchen. Also eigentlich wäre es ja nicht richtig, die zu fokussen. Also im besten Fall, ja, wenn wir. Wenn Shyvana auf Vayne springt, das hat sich schon gut bewiesen, dass sie das ein paar Mal gemacht hat. Dann ist die Vayne erstmal so ein bisschen draußen. Ey, die W ist so cool, dass die sogar noch eigenen Mates Attack Speed gibt. Oh, Jace, du bist aber sehr alleine, mein Freund. Ich komme mal dazu. Da hat Sejuani natürlich. Oh nein! Shyvana war schon drin. Ich zwiebel da mal eine Ulti rein. Damit wir nicht ganz so viel Druck auf den, auf der Midlane haben. Und hau jetzt ab. Dieses Sejuani, die ist einfach nur ein Biest. Da wird jetzt nicht gerade schon wieder gefightet. Wartet, Freunde, wartet. Schnell. Shoppen, shoppen, shoppen. Hier, zack. Let's go. Also irgendwie glaube ich, dieses Spiel haben wir nicht in der Tasche. Aber trotzdem schönes Spiel und eine schöne Erfahrung mit AP Ezreal. Aber Malzahar kann man auf jeden Fall so sagen, der ist echt ein bisschen OP, ne? Komm schon, so viel Damage wie noch geht! Und! Yes! Aber den noch bekommen! Junge, jetzt kommt's! Jetzt kommen wir zurück! Jetzt kommen wir zurück! Oh mein Gott! Noch mal gierig nach vorne gesprungen, aber ich hätte auch ganz leicht hier tot sein können. Kann ich mir irgendwas Schönes leisten? Noch nicht. Ich muss mich erstmal ein bisschen regenerieren. 2515 Gold. Also mir fehlen noch 1500. Ich komme. Den Blue Buff nehme ich gerne mit. Kein Problem.
Yes. Oh, und da hat sich Maokai vielleicht sogar baiten lassen. Komm schon. Stundenglas? Nein! Stundenglas war sogar aktiviert. Holy, es war aktiviert und ich bin genau in dem Moment Ach nee, das war noch vom letzten Fight. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich gar nicht daran, aber vielleicht in der Panik habe ich es dann doch irgendwo aktiviert. Er wird verkauft. Ich will jetzt einfach noch für den letzten Fight so viel AP mitnehmen, wie ich kann. Von daher könnte ich mir nicht dieses Elixier, sondern QSS holen, das wäre nicht schlecht. Nach Rabidons würde ich es mir sogar holen, wenn das Spiel noch so lange dauert. Ah, der Elder Drake, die Gegner haben kein 10 zu 1 in Towern. Oh, schöner Versuch von Jace. Sehr schöner Versuch von Jace. So, jetzt muss er einfach nur wegkommen, aber das schafft er schon. Nein, wait! Wie schnell hat die ihn denn bitte zerstört? So, Bart kriegt ein bisschen Attack Speed. Zack. Zack. Okay. Wahrscheinlich einer der letzten Fights hier. Oh. Diese verdammten Tanks, Alter. Also hier muss man sagen, Sejuani hat das hier ordentlich gecarried. Na, noch schnell eine Ulti durchzwiebeln. Wem? Yo! Jace! Ist da nochmal reingesprungen. Wow, jetzt wollen sie es aber richtig wissen. Holy, keiner von denen ist noch gestorben. Es war trotzdem ein schönes Spiel. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen, aber AP Ezreal war ein besonderer Wunsch. Ich hoffe, ich habe ihn so erfüllt. Man kann halt, wie gesagt, den Bild mit Sicherheit auch ein bisschen anders bauen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Mich würde es auch interessieren. Vielleicht spiele ich dann auch mal AP Ezreal ein bisschen öfter privat. Ich danke euch fürs Zuschauen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.